machen auch. Hallo, junger Mann. Die wollen mir hier den Platz verbieten. Und dann haben wir eine Gegenveranstaltung, die nicht angemeldet war. Da zählen wir mittlerweile 500 Teilnehmer und die befindet sich jetzt direkt beim Rathaus. Die würden wir jetzt, die würden wir natürlich die Möglichkeit haben, gegen ihr Verlangungsrecht entsprechend umzusetzen. Die Veranstaltung ist nicht angemeldet. Warum dürfen die Menschen trotzdem hier protestieren? Na, wir haben ein Versammlungsrecht. Das ist natürlich in der Hierarchie der Grundrechte angebunden. Und das zu gewährleisten, das ist natürlich auch unser Ziel. Das soll auch so sein, das ist geschäftlich auch bedingt, dass wir Minderheiten, die ja in der Politik vielleicht nicht so viel Anklang sind, ihr Recht dazu geben, ihre Meinung zu äußern. Ja, und das gewährleisten wir damit und deshalb ist es auch so hoch angesehen ist, oder angesetzt ist, Grundrechtsversammlungsfeier. Sie sind heute mit sehr vielen Beamten im Einsatz. Bisher wirkt es recht friedlich. Es gab einzelne Situationen, wo die Polizei damit zu tun hatte, die Demonstrierenden zu trennen, also die beiden unterschiedlichen Seiten. Zurzeit wirkt es recht entspannt. Gab es schon irgendwelche Vorfälle? Wir haben noch keine Vorfälle gehabt. Wir hoffen, dass es auch weiterhin so friedlich bleibt. Das wünschen wir und das ist ja auch ein Ausdruck von einem demokratischen Verhalten und das zieht natürlich oder setzt natürlich oder bezieht natürlich auf den Artikel 8 Grundgesetz der Versammlungsfreiheit ein, sodass wir friedlich miteinander reden. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Karp. Gerne. Wir sind das Volk!
Dankeschön. Wenn Sie nicht gefunden werden wollen, Sie hören sich an schon, dann gehen Sie. Und jetzt hören Sie auf, um welche Kameras anzufangen. Ja.